Schopenhauers Willensethik will aber das genaue Gegenteil hiervon. Bernhard Taurek. Auflösung der Philosophie besagt bei Schopenhauer Nachweis der Illusion der bisherigen Philosophie und Übergang in das Freiwerden vom Willen. Beides geschieht so. Im Ich, im Selbstbewusstsein eines jeden Menschen, wird sich die Welt als etwas bewusst, was sich in Raum und Zeit nicht zeigt. Die Tatsache, dass die Welt blinder Wille ist. Es gibt Möglichkeiten, von diesem Willen frei zu kommen. Dies sind für Schopenhauer vor allem die Erfahrungen der Buddhisten mit jener Metapher Nirvana, das Verwehen bedeutet. Wer verzweifelt, stirbt.